So, dann speichern wir mal. Ah, da die Veritate-Mädels haben uns jetzt eiskalt überholt am Level. Eiskalt. Aber das heißt, wir können jetzt in Zukunft stärkere Kämpfe erwarten. Also, mehr Power! Mehr Power! Bei der Schauer! Kitty schläft, okay. Cloud Swan. Rackschick. Sascha? Klingt, als wäre etwas im Axis Courtyard vor sich gehen. Gehen wir hin und schauen mal nach. Okay, wir treffen dich nachher klein in deinem kleinen Laden. Axis Courtyard, ja. Mhm. Oh, zwei Raytails beigetreten. Ich bin dem Fanclub beigetreten, um Lady Clo's Stärke zu folgen. Yay! Ich bin dem Fanclub beigetreten, weil ich mir Sorgen um Lady Clo's Liebesleben mache. Oh gosh. Nicht ihr Ernst. So, wir müssen zum General Store mal. Sascha hat irgendwas. Oh, Schwester Clo, hallo. Ich bin vorbeigekommen und dachte, es wäre an der Zeit, etwas zu machen. Wow, du bist unglaublich. Ich habe gerade ein anderes neues Rezept beendet. Dieses Mal ist es ein... Entschuldigung. Ein ziemlich familienfreundliches Item. Sowas wie ein Schulprojekt. Mit Hilfe von der Familie kann man Items und Erinnerungen erschaffen. Das war eine gutherzige Sache. Sie ist so ein gutes Mädchen. Natürlich ist es gut. Aber es klang nicht so, als wäre es von einem Kind gekommen. Quo, wenn du Beschwerden hast, dann sag sie zuerst mir. Nein, ich habe keine. Es tut mir leid. Und damit dachte ich, dass alle in der Familie zu meinem Laden kommen könnten. Ich verstehe, das ist clever. Du kriegst so eine weitere Vielfalt an Gästen. Das ist das Rezept. Familienprojekte. Ja, wollen wir mal mit unserer Familie was herstellen? Es tut mir leid, dass ihr sowas wie meine Experimente seid, aber versucht mal was daraus zu machen. Ich vertraue deinen Fähigkeiten. Ich bin dankbar, dass ich dieses Rezept benutzen darf. Wo kommt denn die Konversation her? Synthetisieren. Hatte Spaß, naja. Wenn ich an Bart denke, dann muss es das sein. Ich stimme dem zu. Das ist wirklich die richtige Art und Weise. Ja, in dem Fall ist das der einzige Art und Weise. Was? Was ist das für eine Unterhaltung gewesen? Yay, es ist fertig! In der Badewanne muss einfach eine Badeente sein. Yep, yep. Alle Badewannen brauchen eine Badeente. Yep. Das macht einen großen Unterschied in der Freude, ein Bad zu nehmen. Aber jetzt, wo ich darüber nachdenke, warum eine Ente? Das ist wahr. Es gibt eine Menge Tiere, von denen man hätte wählen können. Aber ich denke, mehr als jeder andere Vogel passt eine Ente einfach besser in ein Bad.
Ja, ich nehme an, niemand kann dem nicht zustimmen. Wow. Oh, wartet mal, was kann man denn kaufen? Wir können ein bisschen Groll kaufen. Wir haben einfach mal ein bisschen Groll gekauft. Also bei einigen Sachen haben wir echt Matsch bekommen. Na, gucken wir mal, was das Familienprojekt mit Lady Cloche wird. Es macht Spaß, Dinge, es macht Spaß, Dinge mit der Familie zu machen und du kannst damit auch spielen, wenn man fertig ist, nicht wahr? Hm, mal sehen. Kinder werden sehr einfach von, sehr schnell von einfachem Spielzeug gelangweilt sein. Das ist einfach. Wir machen etwas Niedliches und etwas, womit man im Bad spielen kann. Auf die Art und Weise können selbst die Eltern ihren Spaß haben. Ich verstehe. Gute Idee, Schwester Klo. Ja, auf die Art und Weise hat jeder Spaß damit. Ich mache es niedlich und nützlich, sodass jeder es mit weiter benutzen kann. Ich werde dir auch helfen. Ja, es ist fertig. Es sieht aus wie ein Reisbällchen. Oh, es ist so ein niedlicher Pinguin. Oh ja, stimmt, es ist ein Pinguin. Das bringt sicher viel Spaß der Familie. Ja, ich möchte einen auch in meinem Bad. Es ist schön, aber was macht es? Hab ein Spielzeug gemacht, das Blasen von Seife in Blasenform macht. Das ist großartig. Du kannst sogar Badeblasen machen. Es ist ein Pippin-Bubbler. Ich denke, das klingt gut. Also, wird es Blasen machen, so wie es soll? Es sollte funktionieren. Lass es mich versuchen. Oh, verstehe, verstehe. Die Blasen kommen aus dem Mund. Wow, es ist so nie... Sind das nicht zu viele Blasen? Es sieht irgendwie so aus, als wenn der Pinguin zusammengebrochen ist und Schaum vor dem Mund hat. Die Augen des Pinguins werden weiß, wenn er Blasen macht. Kinder werden weinen im Bad, wenn sie das sehen. Aber es ist so niedlich. Wenn es nicht diese weißen Augen gäbe. Na dann. Lass krachen, Luca. Ist es okay, dass wir ein Projekt machen, das für Familien ist? Es muss nicht die Familie sein. Es können Freunde sein oder Liebende. Selbst Fremde, solange sie Spaß daran haben. Das letzte ist wirklich seltsam für eine solche Beziehung. Aber das ist für Familien, nicht wahr? Also so kann das Ergebnis doch nicht gefährlich sein. Ja, natürlich. Es ist ein Rezept, um Accessoires zu machen, wie zum Beispiel Badespielzeug und so Sachen. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass da nichts Gefährliches rauskommt. Okay, dann werde ich an ein lustiges Spielzeug denken. Okay, es ist fertig. Ich sehe ein Spiel, wo du Messer in reinsteckst und das rausspringt. Messer? Ich dachte, das war ein Familienspiel, Familiending.
Das stimmt. Und dann springt es raus. Was ist das? Es wird ein Fun Boon genannt. Das Spiel ist ein rausspringender Fun Boon. Lass uns das jetzt spielen. Oh, warte einen Moment. Es ist gefährlich. Was denn? Ich habe gerade bemerkt, aber die Federn da drinne sind sehr stark. Und noch dazu, du hast es so gemacht, dass die Messer rausfliegen. Was? Ich erinnere mich nicht, dass ich das so gemacht habe. Mit deiner Familie zu spielen ist ein riskantes Geschäft. Es ist so gefährlich, Leute, dass die Leute nicht einmal in einen 10-Meter-Radius kommen sollten. Okay. Das ist okay, Luca. Damit können wir leben. Damit können wir sowas von leben, Luca. Nein, können wir nicht. Gucken wir mal, ob der Händler noch irgendwas hat. Möchtest du etwas kaufen? Nein. Okay, du hast nichts. Ich verschwinde. Ashtalia! Oh ja, Salia City hat wieder... Und Cynthia hat auch wieder was für uns, okay. Fans für Cloche. Ich bin dem Fanclub beigetreten, um die Leere in Lady Cloches Herzen zu füllen. Ach, so süß. Ich wüsste zwar nicht, dass Lady Cloche eine Leere in ihrem Herzen hat, aber ist das süß? Alter, hier sind aber viele von der geheiligten Armee. Das pisst ja hier gar nicht mehr auf eine Kühe halt. Na dann, Cynthia. Oh, du Waffenliebe meines Lebens. Cynthia, bist du da? Oh, cool! Sei freundlich zur Erde. Und lebe ein Öko-Leben. Ha? Bist du nett zu der Erde? Hast du die Freundlichkeit, mit einem Mädchen umzugehen? Tut mir leid, ich habe keine Ahnung, was du versuchst zu sagen. Schmeißt du Müll davon? Hast du jemals etwas weggeworfen, was immer noch benutzt werden kann? Natürlich nicht, das ist doch Allgemeinwissen. Warum fragst du mich das alles so plötzlich? Nun, eigentlich, ich habe jemanden gesehen, der irgendwas weggeworfen hat. Und das war, als es mich förmlich traf. Ach, gib endlich das Rezept. Du bist großartig, Co. Ich wusste, du würdest es verstehen. Vor allem schön, wie er sagt, gib endlich das Rezept. Von jetzt an ist diese Ära die Ära für ökofreundliche Waffen. Selbst wenn man aufhört, sie benutzen, sind sie immer noch wiederverwertbar. Also bring sie zurück, okay? Ich bin wirklich interessiert, wie du das wieder benutzen willst. Jo, mal gucken.
Na dann. Also, ich weiß, da steht Öko, aber was soll es denn werden? Mach es einfach Öko. Ich meine, wie? Du wirst es sehen. Wie soll ich das sagen? Nun, die Zutaten, die du benutzt, sind wiederverwertbar, also mach, was du willst. Schöne Art, sich daraus zu winden. Es ist wahr. Komm schon, lass es uns machen. Du hast es geschafft. Was ist das? Ich weiß nicht, wofür das ist und ich kann es auch nicht benennen. Ich verstehe. Es ist schwer zu sagen durch sein Aussehen. Mal sehen. Oh, ich verstehe. Aha. Okay. Vielleicht ist es keine Waffe. Wir können das anhand des Aussehens sehen. Dann gebe ich euch eine richtige Erklärung. Das ist ein Generator, der die Wellenform verstärkt. Wellen? Wie Klangwellen? Yep, yep. Das wird benutzt, um die Wellen, die Waves aufzuräumen. Nun, ich nehme an, das war der einfachste Art und Weise, das zu erklären. Ich verstehe es nicht. Sieh es einfach als eine D-Wellen-Version eines Prismas. Du verstehst es nicht? Jedenfalls, es ist dafür da, um die Wellen zu verstärken. Ich werde es D-Splitter nennen. Ich hätte niemals erwartet, so etwas in einem Waffenladen zu machen. Dann gucken wir mal, was wir mit der lieben Jagli machen. Also... Sorry. Du musstest keine Ökologie in Waffen einbringen. Ja, für gewöhnlich denkt man nicht an so etwas. Das stimmt mit den Leuten genau nicht. Ein bisschen ist okay. Das ist okay. Es geht nicht anders. Das sind die Gedanken, die diese Welt ruinieren. Besonders Waffen. Sie können zerbrechen. Es wäre schön, wenn man sie wieder benutzen könnte. Besser ist es, einen Wandel zu haben, um etwas Neues zu... Es ist besser, als sie mit einer neuen zu wechseln, die die ganz unbequem ist. Ich hätte niemals erwartet, dass ich jemals über Ökologie in einen Waffenladen unterrichtet werde. Selbst beim Reparieren von Waffen müssen Dinge weggeworfen werden. Also wollte ich diese Verschwendung verringern, zumindest ein bisschen. Ja, es ist eine gute Sache, den Abfall ein bisschen zu reduzieren. Ehrlich? Es ist so viel Arbeit, sie wegzuwerfen. Eine Waffe ist ein Haufen Metall, also ist es schwer, das Ganze wegzuwerfen. Du hast so eine gute Geschichte am Ende ruiniert. Es ist fertig. Ist das eine Bombe? Ja, ist es. Bist du sicher? Aber wenn sie in die Luft sprengt, dann werden sich doch die Teile überall verteilen und es wird Müll. Mach dir keine Sorgen deswegen. Die Explosion wird es zu Staub zerfetzen. Selbst wenn ein Fragment zurückbleibt, wird es schon bald nach einiger Zeit geschmolzen sein. Und es ist ein naturfreundlicher Dünger. Wow, ich bin ernsthaft... beeindruckt. Ich verstehe es. Das ist also eine Ökowaffe. Ganz plötzlich klingt das schrecklich. Oh ja, ganz plötzlich klingt da ganz viel schrecklich. Ökowaffe.
ein Gesprächsthema für die Jugglee? Deine Thema für die Jugglee? Deine Thema für die Jugglee? Naja, wie dem auch sei. Was? Ich sag, wie dem auch sei, aber gut, die Mädels wollen noch ein bisschen quatern. Entschuldigt mich, ich bin Scraw. Ah ja, ich bin wie immer hier. Kann ich dich etwas böses, gemeines fragen? Okay, machen. Sofortiges okay? Ich war seit Jahren die Maid. Ich bin bereits an jede Frage gewöhnt. Ich bin mir ziemlich sicher, ich kann die meisten Fragen in einer sehr graziösen Art und Weise beantworten. Okay, dann. Was magst du mehr? Den Fancy Shop oder Saschas Laden? Ah, das ist... es tut mir leid. Es war gemein, das zu fragen. Eigentlich... Ich denke, ich mag den Laden von Sascha mehr als den Fancy Shop. Aber ich fühle... Ich habe ein schlechtes Gewissen wegen Sascha, wenn ich das andere wähle. Aber ich fühle mich auch schuldig, wenn ich... den normalen Bewohner aus Gnade heraus wähle. Ach, nun, es tut mir leid, es war sehr grausam von mir. Es war nicht nur grausam von dir. Jugglee, hast du einen Moment? Oder zwei? Es ist nur eine Zeitverschwendung herzukommen, ja. Ich dachte, der General Store wäre nur eine Ruine bis vor kurzem. Das ist verständlich. Wenn ich nicht mit euch dort gewesen wäre, hätte ich das immer noch gedacht. Aber wenigstens weißt du jetzt von seiner Existenz und dem Ort. Ich habe drüber nachgedacht, dass es ein gutes Versteck wäre im Fall eines Notfalles. Also bin ich froh, dass ich weiß, dass dort eine Person lebt. Andererseits, wenn ich im Haus beigetreten wäre, um mich vor dem Feind zu verstecken, dann wäre dieses Mädchen ausgeflippt und hätte geschrien. Woher kommt diese Idee? Dass du dich eines Tages vor Feinden versteckst? So, ihr Lieben, jetzt aber. Für heute ist wieder mal Schluss, Sense. Ich habe jetzt schon wieder länger gemacht. Wir haben viel erlebt, also viel nebenher. Und ich schwöre euch, beim nächsten Mal setzen wir die Story wieder fort. Ja, wir setzen die Story fort. Wir gehen weiter voran in der Story und schauen mal, wohin uns das Ganze führt. Ich danke, dass ihr dabei gewesen seid. Wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.